Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Black Mirror. Im letzten Part haben wir uns hier im Turm ganz schön viel umgeschaut. Ich habe vieles mal wieder nicht gerafft, wie üblich. Aber wir haben das Tagebuch gefunden, in dem standen sehr viele interessante und auch creepy Dinge drin. Groß drauf eingehen will ich nicht, wir haben jetzt auch noch so eine schwarze Kugel bekommen. Ich glaube, die wird in Zukunft auch benötigt, habe ich so im Gefühl. Aber ich würde sagen, wir können so langsam dann hier raus. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Gut. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mein Kopf. Arunafold. Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hat recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Kapitel 2. Na, so langsam kommen wir im Spiel doch ein bisschen weiter. Yippie. Zurück ins Licht. Geh nicht ins Licht, Samuel. Nein, ist das Spiel so schnell zu Ende. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Sir? Sir, machen Sie auf! Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner, er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden, nicht einmal Madam. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh,
Sie kamen gestern an. Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Das war fürs erste Mal eine etwas längere Quatschsequenz. Ja, wir hatten einen interessanten Traum, dass unser Gärtner tot wäre, und das ist doch zufälligerweise doch auch direkt eingetroffen. Die Frage ist, ist es Unfall? Oder hat irgendjemand anderes seine Finger im Spiel? Wie bei William. Wie wir es am Anfang gesehen haben, denn William wurde eher aus dem Fenster hinausgeleitet. wie alles andere. Zumindest sind die Indizien da. Aber, scheiße, es blitzt. Aber an sich, würde ich sagen, wir haben im Traum noch einen Schlüssel gesehen, der in den Teich gefallen ist. Vielleicht gar nicht so blöde, wenn wir uns den vielleicht schnappen könnten. Von daher, gehen wir mal nach hinten. So Richtung Teich. Moment, wo war der? Ich glaube, dort hinten war dabei gegammelt, glaube ich. Moment, müssen wir mal schauen. Ah, da. Genau. Da drüben war doch der Teich. Hä? Geh mal zum Garten hinten. Moment. Ja, im Garten. Bin mir sicher, dass der Teich hier irgendwo war. Yep. Da ist er. Auf jeden Fall, ich schätze mal, dass das etwas sein soll, wo er reingefallen ist, der liebe Gärtner. Und, ja. Untersuchen wir das Ganze doch kurz mal. Und schauen mal nach. Laut Bates und Collier hatte sich Henrys Leiche in den Wasserpflanzen verheddert. Aber wie kann er nur darin ertrunken sein? Ich würde ja persönlich gern reinkrabbeln, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich mit den ganzen blöden Schlingpflanzen da. Deswegen werde ich die Interaktionstaste der Maus fürs erste Mal noch nicht benutzen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wenn wir nicht irgendwas Blödes wie ein Messer oder ein Schwert haben, oder irgendwas, eine Gartenhake, so irgendwas Blödes, um das Zeug da rauszubekommen, dass wir da vorher wahrscheinlich nicht rein können, weil wir sonst uns wahrscheinlich verheddern und einen qualvollen kalten Tod sterben werden. Von daher, müsste ich jetzt mal überlegen, wo können wir sowas in die Richtung bekommen? Wo gibt's denn sowas? Vielleicht im Gartenhäuschen? Naja, klicke ich einfach nochmal drauf. Ich hätte Henry nicht bitten sollen, den Springbrunnen zu säubern. Wie hätte ich wissen können, dass so etwas passieren würde? Oh, ja, ganz vergessen. Wir haben ihm ja gesagt, er soll's sauber machen. Hä?
Kann man nochmal klicken? Das Wasser ist noch trüber als gestern. Das Wasser ist noch trüber als gestern. Wisst ihr was? Ich werde jetzt ganz kurz mal einen Speicher setzen. Und dann drücke ich mal die Interaktionstaste. Mich interessiert das gerade. Ich hoffe, dass das alles soweit geht. Wir speichern unter LP. Ich will jetzt einfach mal just for fun hier die Taste drücken. Ich will mal gucken, was passiert. Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Gut, also geht man schon nicht automatisch da rein. Von daher brauchen wir wahrscheinlich irgendwas Verlängerungsmäßiges. Haben wir irgendwas dabei? Brieftasche. Wir haben zwar ein kleines Messer, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt viel bringt da drin, oder? Nö. Die Kugel, Schmuckkasten. Ich würde sagen, gehen wir kurz mal ins Gartenhäuschen. Wobei, sonst gibt's ja... Das Wasser ist noch... Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Mir geht es erstmal ins Gartenhäuschen. Vielleicht finden wir da so eine Art Messer oder stumpfes Zeug. Irgendwas, damit wir das rausholen können, das glitzernde etwas. Wobei ich denke, dass das der Schlüssel sein wird, den wir da im Traum gesehen haben, aber... Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, muss ich kurz mal gucken, wo ging's nochmal ins Gartenhäuschen? Ich glaube, da hinten geht's ins Gewächshaus. Jetzt gehe ich mal kurz auf eine Frage von einem Abonnenten von mir ein. Der hat gesagt, wir sollen doch später nochmal in den Häcksler schauen. Vielleicht wäre da ja wieder Blut drin. Gucken wir mal rein. Es ist voller Regenwasser. Es muss gesäubert werden, bevor es wieder verwendet werden kann. Okay, also kein Blut im Häcksler mehr. Ich würde sagen, gehen wir mal zum Gewächshaus. Gucken uns da kurz um. Ob wir da vielleicht irgendeine Sparte, irgendein Messer, irgendwas Blödes haben. Kleiner Tisch. Farbtöpfe und eine Dose mit Pinseln. Malersachen, sonst nichts. Okay, nur Malersachen. Eine Kiste! Da stehen nur einige leere Blumentöpfe drin. Ich habe keine Verwendung dafür. Alles klar. Eine Schublade. Aha. Eine Metallkiste. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Er ist zu. Wahrscheinlich voller Whisky. Henry hat ihn hier versteckt, damit er ihn alleine trinken konnte. Okay, aber für die Metallkiste brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich schätze mal, das wird eventuell der Schlüssel sein, der da runtergefallen ist. Gut, aber an sich können wir hier erstmal rausgehen wieder. Hier ist noch eine Schublade. Okay, jetzt gucken wir mal. Schublade. Gartenwerkzeug und kleine Säcke mit Düngemittel. Ich sehe nirgends einen Pfandschein. Wo kann Henry ihn nur aufbewahrt haben? In der Schublade ist nichts von Interesse. Okay, wo könnte er das Ding haben? Vielleicht in dem Metallkästchen. Wäre ja eine Möglichkeit. Warum ist das Bild eigentlich noch aktiv? Vielleicht gibt es jetzt irgendwas Gruseliges zu sehen. Das wäre mal cool. So ein bisschen Horrorfaktor, oder? Nee. Das Schloss Black. Ja, das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Okay, irgendwie immer noch nichts Interessantes auf dem Bild zu sehen. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gehen wir nochmal kurz zum Springbrunnen. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Nach oben. Vom rechten Flügel. Vom rechten Flügel. Hinterer Garten. So. Hier irgendwas übersehen. Das Wasser ist noch trüber als gestern. Ja, das hast du schon gesagt. Springbrunnen an sich, hier gibt's aber auch nichts mehr. Ich glaube, ich mache das so von Beweisfoto. Nee, geht nicht. Aber könnte aber noch ein bisschen gucken, ob hier noch irgendwas ist. Das letzte Mal war auch irgendwie das Tagebuch ganz blöde versteckt. Wäre ja nicht blöde, wenn irgendwas hier wieder wäre. Der Springbrunnen. Springbrunnen.
aber irgendwie keinen blassen Schimmer, was wir hier machen müssen. Aber ich sehe sowieso, dass die Zeit momentan uns davongerannt ist durch das ganze Gequatsch und ich weiß nicht, was ich tun soll. Habt ihr denn eine Idee, wie es weitergehen könnte? Schreibt es in die Kommentare, liebe Leute. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Man sieht sich beim nächsten Part von Black Mirror wieder. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye.